Susan Wolf ist Singer-Songwriterin, Musikerin, sie schreibt Lieder. Susan, du hast ein Album herausgebracht, I Have Visions, mit dem du auf Tour gehst. Wie muss ich mir denn diese Musik vorstellen? Die Musik ist prinzipiell sehr gediegen, sehr reduziert. Wir spielen teilweise akustisch. Ich spiele mit einem ganz tollen dänischen Ensemble. Wir haben so Amerikaner- und Country-Einflüsse, weil wir spielen mit so alten amerikanischen Instrumenten. Battle-Steel und Dobro-Gitarre. Und ja, und prinzipiell ist es meine Musik und meine Geschichte. Ich schreibe über das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Davon handelt das Album. Und ja. Susan, du warst schon einmal in Salzburg und zwar im großen Festspielerhaus, hast dort mit einem Weltstar konzertiert, nämlich mit Katie Melua. Nach diesem sehr erfolgreichen Konzert ist es aber still geworden und ich erzähle uns deine Geschichte. Was ist denn danach passiert? In meinem Leben gab es ein paar persönliche Dinge zu ordnen. Und zwar bin ich vor 12 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt und zu dieser Zeit ist mein Gesundheitszustand immer, hat sich verschlimmert und ich habe mich dann wirklich gezwungen gefühlt, die Musik an den Nagel zu hängen und das habe ich dann auch gemacht und habe mich aber zugleich wirklich mit der Frage beschäftigt oder auf die Suche begeben nach den Ursachen meiner Erkrankung und abgesehen von den vielen körperlichen ungünstigen Konstellationen gab es dann auch persönliche Umstände, die sich ungünstig auf meine Gesundheit ausgewirkt haben. Und ich habe dann mein Leben geordnet und das hat ein, zwei Jahre gedauert und deshalb kam es zu diesem Abbruch. Und ich habe aber in dieser Zeit auch erkannt, dass es ganz, ganz wichtig ist, der Freude zu folgen und das zu machen, was einen ausmacht und ein authentisches Leben zu führen. Und bin aufgrund dessen wieder zurück zur Musik. Die Musik war immer meine Freude, meine Leidenschaft. Liebe Susan, ich glaube, das ist eine ideale Gelegenheit und wir schauen uns ein Video an, das du selbst produziert hast. Ja, wie ist denn der Titel? Still I'm in Love. 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 Klingt großartig, Susan. Vielen Dank. Tolles Video. Du singst ausschließlich in Englisch. Du bist aber ein Mensch, der, wie man spürt, enorm viel zu sagen hat, eine Geschichte zu erzählen hat. Warum hast du dich in deiner Musik für die englische Sprache entschieden, die ja doch in Österreich und in Deutschland nicht so gut verstanden wird wie eben Deutsch? Es ist ein internationales Projekt. Also ich spiele auch mit dem, mit dem dänischen Ensemble. Wir kommunizieren auf Englisch und wir bauen das überhaupt. Wir werden in ganz Europa auf Tour sein. Und es ist Englisch deshalb immer noch die beste Sprache dafür. Auch der Song, den du jetzt für uns persönlich live auf der Gitarre spielen wirst, ist wohl in Englisch. Wie ist denn der Titel dieses Songs, den du mitgebracht hast? Ebenfalls Still I'm in Love. Ich werde eine Version von dem eben gesehenen akustisch spielen. Watching the secrets both of us share. Your arms are falling asleep.
Still I'm in love. 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 Still I'm Jetzt fällt es mir ganz schwer zu sagen, was gefällt mir eigentlich besser. Du klingst auch ohne technische Hilfsmittel unplugged. Großartig. Danke. Was ist denn dir lieber? Ich mag es sehr gern, wenn es reduziert ist. Mhm. Also ich spiele auch sehr, sehr gerne unplugged. Du könntest auch ganz kleine Bühnen, ganz kleine Clubs, nur mit deiner Gitarre? Zurzeit genieße ich sehr mit dieser tollen Band. Das ist wirklich ganz, das sind ganz, ganz tolle Musiker. Die spielen auch in Dänemark im Norden mit großen Stars. Also das sind wirkliche Kaliber. Also, und das ist eine riesige Ehre für mich, mit denen zu spielen. Susan, es steht, was ich da aufgeschrieben habe, Augsburg, Stuttgart, Wien, Graz, Steyr, Innsbruck, Münster, Hannover und wahrscheinlich noch viele andere Städte jetzt auf dem Tourprogramm. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Vielen Dank. Wir halten hier die Daumen. Das Publikum bei den Konzerten wird dich mögen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Alles Gute für dein Leben und deine Musik. Vielen Dank. Und auch für Sie, liebes Publikum, wenn Sie wollen, dann merken Sie sich den 16. Oktober.